Ja, Weidegang ist für die Kühe wichtig, finde ich. Ne? Und das, wenn die nur auf Beton stehen, finde ich nicht so toll. Tut denen gut, wenn sie den Sommer über dann auch mal auf einer Grasnarbe laufen können. Gerade wie so eine alte Kuh hier, die wir vor uns haben. Die freut sich gleich, wenn sie auf der Wiese ist. Wo die Wiese durch die Trockenheit auch hat. Das ist ja auch heute erwiesen, dass die Milch bei Weidegang einfach mehr Omega-3-Fettsäuren hat, dadurch einfach besser ist. 2010 eröffnet Bruno Stauf auf seinem Hof in Pohlhausen die Milchtankstelle. Hier verkauft er frische Rohmilch für 70 Cent pro Liter. Die Milch ist unbehandelt, also weder pasteurisiert noch homogenisiert. Sie wird lediglich gefiltert. Wenn die Molkerei ihnen nichts mehr für die Milch zahlt, dann kommen sie auf tolle Ideen. Wir haben ja voriges Jahr oder 2009 haben wir über ein halbes Jahr nur 20 Cent bekommen. Und dann ist das ganz, dann habe ich gesagt, jetzt muss was passieren, sonst hat das alles keinen Zweck mehr. Alle gehen unterschiedlich an der ganzen Problematik Milchproduktion heran. Nur eins steht fest, jeder Betrieb, egal welcher Größenordnung, muss dann mit seinem Einkommen, was er durch die Milch erzielt, auch sein Auskommen haben. Von meiner Milch lebe ich, klar. Aber ich muss an die Molkerei verkaufen. Das ist klar. Also von der Milchtankstelle alleine könnte ich nicht leben. Das hoffe ich mal irgendwann. Dass ich nur so viele Kühe halten muss, wie ich an der Milchtankstelle verkaufen kann. Das wär schön, ja. Bevor Bruno Milch verkaufen kann, muss er sie erst einmal produzieren. Zweimal am Tag melkt er dazu seine rund 80 Kühe. Morgens gegen 6 und nachmittags gegen 5. Jede seiner Kühe gibt zwischen 25 und 28 Liter Milch pro Tag. In anderen Betrieben geben Kühe auch schon mal 50 Liter Milch pro Tag. Aber diese Hochleistungsproduktion hat Folgen. Die Tiere werden bereits nach dem 4. Lebensjahr zum Schlachter gebracht, da ihre Effektivität nachlässt. Brunos Kühe hingegen werden im Schnitt 6 bis 7 Jahre alt. Wir werden aber nie sagen, nie irgendeine Forderung formulieren, die Milch muss jetzt 40 oder 45 Cent kosten. Denn dafür sind die Unterschiede in der Produktion und bei den Produktionskosten viel zu hoch. Das heißt, ein top aufgestellter Betrieb, der kann mit einem Milchpreis von 25 Cent, sage ich jetzt mal im Monat, behält er immer noch genug für sich und seine Familie über. Und ein weniger gut aufgestellter Betrieb, da kann es passieren, der hat einfach bei 40 Cent hier für seine Milch bekommt, eben kein ausreichendes Einkommen. Wir haben einen Milchpreis im Prinzip im Moment, den wir Ende der 70er Jahre schon hatten. Ja, das ist Wahnsinn. Das haben wir nur auffangen können, weil wir immer mehr, jeder hat immer mehr Kühe gehalten. Mhm. Immer mehr Menge, immer mehr gemolken, immer mehr. Das ist das, was man uns auch damals in der Schule gesagt hat. Immer mehr, ihr müsst mehr machen. Wachsen oder weichen, das waren so die Sprüche. Auch Brunos Kühe sollen viel Milch geben. Das bedarf einer ausgewogenen Ernährung. Sie fressen nicht nur das Gras auf der Weide. Bruno füttert sie unter anderem noch mit Silage, Biertreber, Möhren und Rapskuchen. Ja, wir können das letzte Viertel Liter aus der Kuh rausfüttern. Das haben wir gelernt. Das haben wir uns beigebracht. Man hat uns aber nicht beigebracht, unsere Milch zu verkaufen. Dann hat man immer gesagt, da braucht ihr euch nicht drum zu kümmern. Das sind die Sprüche unserer Molkereibosse. Melkt ihr braucht euch um den Verkauf, macht euch keine Sorgen, das machen wir. Das hat man uns nicht beigebracht. Das ist das große Problem oder das, was wir jetzt haben. Bruno verkauft seine Milch jetzt auch auf direktem Weg. Die Abgabemenge an der Milchtankstelle kann jeder Kunde selbst bestimmen. Nach jedem Zapfvorgang reinigt sich die Tankstelle selbst. Die Milchtankstelle kommt gut an, weil ich denke, dass die Verbraucher einfach das leid sind, dass sie nur noch immer fertig und weiterverarbeitete Produkte bekommen. Also die Tankstelle ist gut, weil die Milch ist auch besser und
Jetzt kriegt mein Papa keine Bauchschmerzen mehr von der Milch, sonst kriegt er immer Magenkrämpfe und so. Einmal im Monat kommt der Tierarzt für eine Bestandsaufnahme, um die Gesundheit der Kühe und somit die Qualität der Milch zu gewährleisten. Dass der Bruno an seinen Tieren hängt, sieht man jetzt am besten Beispiel an dieser Kuh. Die ist also chronisch krank oder ist schon mehrmals behandelt worden, hat jetzt Labmagenverlagerung. Und ich denke, der ein oder andere Landwirt würde die Kuh dann zum Schlachten schicken, weil das sind ja jetzt doch Kosten, die er schon in das Tier gesteckt hat und noch Kosten, die auf ihn zukommen. Aber er lässt sie jetzt operieren. Einmal täglich reinigt Bruno seine Milchtankstelle. Er säubert die Milchtanks und spült alle Rohrleitungen des Geräts durch. Danach pumpt er die Milch aus dem großen Tank im Stall in den kleinen Kessel der Milchtankstelle. Für den Fall eines Stromausfalls ist die Milchtankstelle mit einem Akku ausgestattet, sodass die Kühlkette nicht unterbrochen wird. Um eine höhere Wertschöpfung aus unserer Milch zu bekommen, beabsichtigen wir demnächst, einen Teil unserer Milch mit einer mobilen Käserei zu Käse verarbeiten zu lassen. Wir kommen auf den Hof, nehmen Milch aus dem Tank in ihren Wagen, machen den zu Käse, nehmen den mit nach Hause, lagern den. Nach 4 Wochen bringen die uns den wieder. Das ist Rohmilchkäse, den wollen wir im Milchhäuschen verkaufen und hoffen dadurch, etwas mehr aus der Milch noch an Erlös zu haben. Anstoß für die Installation der Milchtankstelle gaben die Bauernstreiks 2009. Die Milchtankstelle ist Brunos Art des Protests gegen die Verhältnisse in der Milchindustrie. Ich bin ja schon länger in dem neuen Verband, in dem BDM, Bundesverband der Milchviehhalter. Und der hat den Streik ja auch initiiert. Der Bauernverband war ja strikt dagegen. Der ist nun nachher, wie er sah, was dann alle mitmachten und was das für ein Erfolg war, da ist er aufgesprungen auf den Karren und hat dann so getan, als macht er mit und ist aber uns dann nachher wieder in den Rücken gefallen, muss man gar nicht sagen. Bundesverband der Milchviehhalter, das waren ja die Bauernstreiks. So, man hat also damals, wir kamen aus einer Preismarge raus von, ich sag das jetzt mal ganz pauschal, von 40 Cent je Kilogramm Milch, dann ging der Preis so runter auf 35 Cent je Kilogramm Milch, die wir im Moment fast wieder erreicht haben. Und da meinte man, anfangen müssen zu streiken. Ich sage das ganz klar. War jetzt im Nachhinein absolut nicht mehr nachvollziehbar, warum man das damals so gemacht hat. Ganz im Gegenteil. Ich sage also auch ganz klar, es sind durch diese Streiks viel zu große Gräben gerissen worden. Gräben innerhalb von Familien. Die Frau meldet 2-mal am Tag und der Mann sagt abends so, weißt du was, ich streike jetzt mit, ich ziehe den Hahn los. Ja? Streiks innerhalb von Ehepaaren, innerhalb von Familien, alt und jung, innerhalb von Nachbarschaften. Und ich will Ihnen eins sagen, diese Gräben sind bis heute teilweise nicht zu. Eine Notwendigkeit war es für mich, dass wir streikten, da die Existenzen der Landwirtschaft von diesem Streik abhängig waren. Da haben wir dann alle keine Milch mehr geliefert. Ich weiß nicht mehr genau den Tag, wo das war, aber dann haben wir alle die Tanks aufgemacht und Milch ja, in die Güllekeller laufen lassen. Ne? Aus Protest, weil die Molkereien uns ja im Prinzip verarschen. Und wir haben das dann aufgehört, weil uns versprochen worden ist, dass sich politisch da was ändern sollte. Was aber nachher nicht passiert ist. Bruno ist immer noch gerne Milchbauer, obwohl sich an der politischen Situation nichts geändert hat. Ja, ich bin Milchbauer geworden, weil mir das immer unheimlich Spaß macht. Also ich komme auch sonntags morgens um 6 Uhr, wenn wir auch gefeiert haben, gerne in den Stall, weil ich merke, dass sich die Kühe freuen, wenn ich komme. Und ich finde, das ist ein toller Erfolg und gibt mir jedes Mal wieder Kraft, weiterzumachen. Obwohl es im Moment ja auch mit den Preisen nicht so toll aussieht, da musst du schon sehr gerne machen, damit es ordentlich funktioniert. Also ich hole einmal die Woche hier Milch, komme extra von Siegburg, weil die super schmeckt. Es ist auch ungeheuer praktisch. Oftmals komme ich hier vorbei, da ist es schon spät abends und dann kann ich es immer noch mir was holen. Und das ist natürlich als Tagesmutter eine ganz tolle Sache, weil die Milch ist frisch, die Milch ist lecker
Und den Kindern schmeckt sie auch und sie ist noch gesund. Als das, was man halt hoch erhitzt zu kaufen kriegt oder so, das schmeckt halt eben nicht. Um heute noch Milchbauer zu sein, braucht es Durchhaltevermögen und Ideenreichtum. Eigenschaften, die Bruno Stauf aus Pohlhausen mit seiner Milchtankstelle bewiesen hat.